Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute in diesem Video soll es um meine Beauty Wishlist 2019 gehen. Ich habe das Ganze unterteilt so ein bisschen in Augenprodukte, Gesichtsprodukte, Augenbrauenprodukte, Tools, Nagellack, Skincare und Lippenprodukte. Ich mache diese Videos schon eine ganze Weile, nicht super regelmäßig, aber immer mal wieder. Und habe das bisher auch so gemacht, dass ich euch in den, ja, ich sag jetzt mal, neuesten Videos dann immer auch sage, wie viele Produkte von meiner Wunschliste habe ich mir gekauft, wie viele Produkte von meiner Wunschliste habe ich wieder gestrichen und so weiter. Das werde ich jetzt in diesem Video nicht machen. Das liegt aber einfach auch daran, dass ich das letzte Video vor so langer Zeit gedreht habe, dass sich da so mega viel getan hat, dass ich da ehrlich gesagt auch einfach keinen Überblick mehr habe. Das möchte ich jetzt aber gerne wieder von neuem starten. Deswegen beginne ich eben mit dieser Beauty Wishlist 2019 und ich gucke, dass ich so vielleicht alle 3 Monate oder so euch da ein Update für drehe und wir dann sozusagen die letzten 3 Monate so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich gelobe hoch und heilig, dass ich mir das jetzt auch alles schön schriftlich notiere, dass wir das Ganze auch alles schwarz auf weiß haben und dann hoffentlich auch wieder die Statistik stimmt. Ich bin ein sehr organisierter Mensch, aber manchmal gerät auch bei mir so ein bisschen was außer Kontrolle. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an mit Skincare. Und zwar gibt es da 2 Produkte, die mich sehr interessieren. Ein Produkt schon furchtbar lange. Und zwar handelt es sich um das Sandy Riley UFO Oil. Das hatte ich auch schon mal in der kleineren Variante 15 Milliliter. Und habe ich aufgebraucht und fand ich wirklich genial. Und deswegen bin ich schon sehr, 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 sehr lange daran interessiert, mir die 30 Milliliter Größe zuzulegen. Die Produkte von Sandy Riley sind allerdings nicht wirklich günstig und deswegen, ja, habe ich es bisher noch nicht getan. Ja, und da ich immer noch keine großartige Vorzeige-YouTuberin bin, kann ich euch nur ein Bild von dem Produkt auf meinem Telefon zeigen. So ungefähr sieht dieses UFO-Öl aus. Als nächstes gibt es von Clinique eine neue Skincare-Reihe. Und zwar nennen die sich hier Clinique Dermatical Different ID irgendwas. Und zwar handelt es sich dabei um ein Duo-Produkt. Ihr kauft einmal eine passende Hautpflege für euch. Da gibt es, wenn ich mich nicht irre, 3 verschiedene. Eine Gel-Creme sozusagen, eine Creme für normale Haut und eine, die besonders reichhaltig und feuchtigkeitsspendend ist. Und zu dieser passenden Hautpflege kombiniert man dann das passende Serum, je nachdem, was einem wichtig ist, Anti-Aging, Anti-Rötungen, kleinere Poren, Unreinheiten, wie auch immer. Und das Ganze sieht dann in meinem Fall, was ich mir vorstelle, ungefähr so aus. Und zwar würde ich eben diese durchsichtige Gelbase mit dem blauen Serum für Porenminimierung kombinieren. Clinique ist natürlich auch nicht ganz günstig. Aber ich glaube, dass gerade ab einem gewissen Alter es durchaus sinnvoll ist, ein bisschen mehr in seine Hautpflege zu investieren. Und wo wir gerade schon bei der Haut sind, würde ich sagen, machen wir mal weiter mit den Produkten, die auf meiner Wunschliste stehen fürs Gesicht. Da habe ich als erstes von Hourglass eine Face Palette. Die war Limited Edition, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich genau diese noch bekommen sollte. Aber diese Face-Paletten sind insgesamt so auf meinem Radar, weil ich unglaublich gerne mal die Bronzer und die Blushes ausprobieren würde. Und dadurch, dass meine Haut in der letzten Zeit nicht mehr ganz so ölig ist, sondern eher normal bis Mischhaut, würde ich gerne auch nochmal diese Ambient Lightening Puder ausprobieren wollen.
Genau, und da es eben verschiedene Produkte sind, finde ich, macht es am meisten Sinn, dann eben so eine Palette zu wählen, in der man verschiedenste Produkte hat und dann eben so ein bisschen von allem und sich da durchprobieren kann. Die mich jetzt eigentlich am meisten interessiert, ist die Ambient Lightning Edit Volume 4 Palette. Wie gesagt, ich glaube aber nicht, dass es sie noch gibt. Das ist die mit der metallisch rosanen Umverpackung. Die kam jetzt letzten Herbst, Winter raus. Und die sind ja auch immer super schnell ausverkauft. Deswegen, normalerweise bringen die eben immer um diese Jahreszeit, so Herbst, Winter, eine neue Palette raus. Das heißt, es kann sein, dass ich bis nächsten Herbst, Winter warte und mir erstmal angucke, was da so Neues rausgekommen ist. Oder ich würde versuchen, auf anderem Wege vielleicht auf eine von oder an eine von diesen Vierer-Paletten zu kommen. Das muss ich dann einfach mal schauen. Ein Produkt, das auf meiner Wunschliste steht, und zwar aufgrund dessen, weil ich es schon mal hatte und aufgebraucht habe und für sehr gut befunden habe, ist von Laura Mercier das Translucent Setting Loose Powder. So sieht das Ganze aus. Ich habe euch auch in meinen Jahresfavoriten 2017 dieses Puder gezeigt und auch in den Jahresfavoriten 2018 davon gesprochen, dass dieses Puder auch immer noch meine ungeschlagene Nummer 1 ist. Ich habe allerdings noch einige andere lose Puder hier, die ich auch sehr gerne noch aufbrauchen möchte und testen möchte. Und deswegen werde ich es mir jetzt erstmal nicht sofort nachkaufen, aber es steht auf meiner Wunschliste, es ist auf meinem Radar. Ich möchte es unbedingt gerne wieder haben, wenn ich denn ein neues loses Puder brauche. Ein weiteres Puder von Laura Mercier, was auf meiner Liste steht, ist das Secret Brightening Under Eye Powder. Das sieht so aus, das ist weißlich und ich habe das auch schon mal im Laden geswatcht. Das hat so leichte reflektierende Partikel und ich erhoffe mir davon, gerade als Brillenträgerin, jetzt gerade und heute natürlich nicht, toll wie immer, dass meine untere Augenpartie dadurch eben schön hervorgehoben wird, schön leuchtet, schön strahlend ist. Weil gerade wenn man eine Brille trägt, hat man ganz oft genau an dieser Stelle nochmal so einen dunklen Schatten. Und das ist natürlich nicht so richtig vorteilhaft optisch. Außerdem wird die untere Augenpartie ja natürlich auch nicht jünger und hat spezielle Bedürfnisse, ist ganz oft sehr trocken, es ist sehr dünne Haut dort. Und ich glaube, ein spezielles Puder nur für die untere Augenpartie könnte tatsächlich früher oder später sinnvoll sein. Dann gibt es ein Blush-Duo, das mich super doll interessiert. Und zwar ist es von Jouer, das Adore Blush Bouquet. So sieht das aus. Das ist die Variante mit den eher nudigen Farbtönen. Bekommt man über Beauty Bay. Und ja, ich habe im letzten Jahr, glaube ich, schon so gut wie keine Blushes mehr nachgekauft. Vielleicht ein oder zwei, wenn ich mich nicht irre. Und habe auch nicht vor, meinen Konsum, also meinen Neukaufkonsum von Blushes jetzt drastisch zu erhöhen in diesem Jahr. Aber diese beiden interessieren mich wirklich sehr, sehr stark. Außerdem interessiert mich ziemlich stark der Physicians Formula Butter Bronzer. Eigentlich wisst ihr alle, wie der aussieht, aber ich zeige ihn euch jetzt hier trotzdem nochmal. Ich habe eigentlich genug Bronzer. Ich brauche auch etwas über ein Jahr meistens, bis ich einen Bronzer komplett aufgebraucht habe. Und ich persönlich mache das auch immer so. Ich suche mir immer einen Bronzer aus und verbrauche den auch bis zum Schluss. Benutze nur den und dann nehme ich mir den nächsten Bronzer. Deswegen bin ich eigentlich, was das angeht, echt ausgelastet und habe keinen Bedarf, ihn jetzt demnächst irgendwie zu kaufen. Es eilt also nicht, aber es ist ein Produkt, was mich sehr interessiert und deswegen steht es trotzdem auf meiner Beauty-Wishlist. Als nächstes wurde ich von einem Produkt sehr kurzfristig angefixt und zwar durch die Jahresfavoriten von der lieben Tati. Da hat sie nämlich einen Primer von Origins vorgestellt, den Pore Perfecting Cooling Primer. Das ist ein Produkt hier, das kommt in so einer Sprühflasche, Pumpflasche, wie auch immer. Und sie hat das vorgeführt in einem Video, wenn man da drauf drückt, dann kommt das wie so ein Crackling Mousse,
kennt ihr vielleicht für die Beine aus dem Sommer, da raus und ist auch leicht getönt. Und ja, wird dann eben als Primer zur Porenminimierung verwendet. Hat scheinbar auch einen Cooling-Effekt, weil sonst würde es ja wahrscheinlich nicht dabei stehen. Und durch diese leichte Hautfarbe, die das Produkt hat, denke ich mal, unterstützt es das Ganze schon, dass die Poren eben ja, unsichtbar werden. Sie ist begeistert von diesem Produkt. Ich persönlich habe ja eben Probleme damit, dass Foundation hält. Sie hat, glaube ich, auch Mischhaut, wenn ich mich nicht irre. Und habe mir dann eben gedacht, okay, wenn sie diesen Primer gut findet und ein ähnlicher Hauttyp ist wie ich, dann könnte der vielleicht tatsächlich für mich funktionieren. Denn ansonsten ist es echt schwierig, Produkte zu finden, die zur Porenminimierung gedacht sind, die sich aber mit meinem Hauttypen und dann eben auch mit meiner Foundation vertragen, weil diese ja meistens sehr silikonhaltig sind. Und Silikon führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass, naja, ich sag mal, Foundation besser auf der Haut hält, sondern eigentlich ja nur dazu, dass die Poren versteckt werden und die Haut sehr, sehr weich und sehr, sehr glatt wirkt. Aber auf sehr weicher, glatter Haut hält halt nicht unbedingt jede Foundation, gerade wenn dann eben auch noch Öl dazu kommt. Ja, aber auf jeden Fall spannendes Produkt. Ob ich mir den kaufen werde oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich finde ihn nur jedenfalls sehr spannend. Ist halt eben auch nicht ganz günstig. Apropos nicht ganz günstig. Das ist das nächste Produkt auch nicht. Aber furchtbar spannend. Und zwar von Hourglass die Vanish Seamless Finish Liquid Foundation. Ich fand ja auch den Stick schon sehr interessant. Aber ich bin nicht so ein Stick-Foundation-Fan. Und deswegen habe ich mich super doll gefreut darüber, als Hourglass bekannt gegeben hat, dass sie jetzt eben auch eine flüssige Foundation aus diesem Stick gemacht haben. Weil ich glaube, dass es zu mir grundsätzlich besser passen könnte als ein Stick. Weiß ich nicht. Der Stick steht bestimmt schon ein oder zwei Jahre auf meiner Wunschliste, eigentlich fast seitdem er rausgekommen ist. Und als diese Foundation jetzt hier bekannt gegeben worden ist, habe ich das sozusagen ausgetauscht zu der flüssigen Foundation. Ich möchte sie auf jeden Fall gerne ausprobieren, aber sie kostet eben einfach unfassbar viel Geld. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sie mir kaufen werde, wie lange das dauern wird, bis ich sie mir gönnen kann und so weiter. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Damit würde ich sagen, schwenken wir dann jetzt auch mal in die Kategorie Augenprodukte. Und da gibt es definitiv zwei Paletten oder auch zwei Indie-Brands im Allgemeinen, die mich sehr interessieren. Und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, für 2019 so ein bisschen mehr über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur bei den großen bekannten Marken zu shoppen, sondern eben auch kleine, relativ unbekannte Indie-Brands zu unterstützen. Und dazu zählt unter anderem Michalou Cosmetics, die kommen aus Großbritannien, aus der UK also, und die haben eine Witchcraft-Palette, die haben auch eine Queen Bee-Palette, glaube ich, und eine noch eine andere Palette. Ich finde alle drei insgesamt sehr spannend, aber brauchen tue ich sie jetzt nicht alle. Diese hier finde ich eigentlich am außergewöhnlichsten von ihrer Farbkombination her und deswegen hat sie mich am meisten angesprochen. So würde diese Witchcraft-Palette aussehen. Ihr seht metallische Töne als auch matte Töne. Und ja, ich finde, dass es auf jeden Fall eine relativ ungewöhnliche Farbgebung ist. Ich zeige euch jetzt hier nochmal sozusagen das Cover der Palette von dieser Witchcraft-Palette. Ich finde auch das Design echt cool und ja, würde die gerne mal ausprobieren. Ich bin da über YouTube tatsächlich auch über eine Review gestoßen und auf diese Marke aufmerksam geworden und würde gerne mal was von denen ausprobieren. Ähnlich geht es mir mit Menagerie Cosmetics. Das ist eine amerikanische Indie-Brand. Die haben eine Zeit lang nach Deutschland versendet. Tun sie aktuell leider nicht mehr, weil es einfach ganz große Probleme gab mit vielen beschädigten Paketen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich einfach warte,
bis die da vielleicht eine Lösung für gefunden haben und wieder nach Deutschland versenden. Oder ob ich mir die Mühe und das Geld mache und mir das über Shipito weiterleiten lasse. Da muss ich mal gucken. Jedenfalls wäre die Palette, die mich von denen am meisten interessiert, die Feral Palette. Und die haben auch ein paar Liquid Lipsticks, die ich sehr schön finde. Ich finde das Design auch dieser Produkte wieder außergewöhnlich schön und die Farbzusammenstellung bei dieser Palette gefällt mir auch unglaublich gut. Das wäre sie jetzt hier, die Feral Palette. Und ja, auch hier habt ihr wieder matte und metallische Töne. Auch wieder eine relativ außergewöhnliche Kombination und ja, mal schauen, ob sie bei mir einziehen darf oder nicht. Dann habe ich jetzt hier noch eine deutsche Indie-Brand, die mich sehr interessiert, die ich gerne ausprobieren möchte. Und zwar ist es Lethal Cosmetics. Ihr habt sicherlich vielleicht von Jolina Mennen oder so ganz viel schon von dieser Firma gehört. Oder vielleicht auch von Maxim Giacomo, keine Ahnung. Ja, die kommen wie gesagt aus Deutschland und man kauft dort eine Leerpalette, wenn man das möchte. Und dann einzelne Pfändchen Lidschatten oder es gibt auch so Lidschatten-Sets zu gewissen Themen. Das wäre jetzt hier ein Beispiel. Ich würde mir da eine etwas andere Kombination auswählen, habe aber schon auch eine Idee, welche 12 Lidschatten da für mich in diese Palette kämen. Genau, und die haben auch den ein oder anderen interessanten Liquid Lipstick. Also deswegen, Lethal Cosmetics ist grundsätzlich auf meinem Radar und sehr interessant für mich. Dann geht es um Pigmente. Und zwar schlawenzel ich schon sehr, sehr lange um die Premium-Pigmente von Dawn Eyes Cosmetics. Die haben nämlich sehr außergewöhnliche Duo- bis sogar triple-chrome Pigmente in ihrem Sortiment. Das ist auch eine Indie-Brand aus Amerika. Hier oben seht ihr so ein bisschen, was, ja, was die so könnten, theoretisch geswatcht. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr gerne bestellen. Ich habe auch da schon jemanden, der mit mir zusammen bestellen wird. Dann kann man sich so ein bisschen die Versandkosten teilen. genau. Und ich liebe Pigmente, ich liebe Duochrom, das wisst ihr sicherlich. Und deswegen ist das eine super interessante Marke für mich. Außerdem interessant eine weitere Indie-Brand aus Amerika. JD Glow heißen die. Und zwar ganz im Speziellen interessieren mich da die Neon Liner, also Eyeliner, Liquid. Da interessiert mich besonders das Neonrot oder auch das Lila oder das Gelb, ich weiß nicht. Ich hatte ja mal Eyeliner, die so in die Richtung gingen von NYX. Die haben sie auch immer noch im Sortiment. Aber ich muss sagen, die haben mich einfach von ihrer Performance überhaupt nicht zufriedengestellt. Die waren total bröselig, mega trocken irgendwie. Fielen die dir vom Auge. Und da ich aber total Bock habe, mal wieder auf so ein bisschen außergewöhnliche Make-up-Looks, vielleicht auch so ein bisschen mit so Dots oder so, das macht die Frau Unfug-Rundfunk ganz oft, das gefällt mir echt mega gut, würde ich mir gerne den ein oder anderen Liquid-Liner von denen zulegen. So sehen die ungefähr aus. Die haben auch super schöne metallische, duochrome Liquid-Liner. Das ist allerdings nicht so mein Thema. Ich mag nicht so gerne metallische Liquid Liner. Ich mag dann doch eher gerne, ja, matte. haben sie aber auch welche im Sortiment, die nicht Neon sind. Ja, aber das waren die, die mich am ehesten so interessiert haben. Dann habe ich mir vorgenommen, dass ich im Jahr 2019 gerne häufiger Fake Lashes tragen möchte oder vielleicht grundsätzlich überhaupt mal damit anfangen möchte, die regelmäßig zu tragen, weil ich ja eine gewisse Auswahl hier zu Hause habe, sie aber nicht trage. Und ich habe so ein bisschen analysiert, woran das denn so liegen könnte und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es unter anderem auch daran liegt, dass ich noch nicht so den richtigen Wimpernkleber für mich gefunden habe, mit dem ich gut zurechtkomme und der, ja, sag ich mal, meinen Ansprüchen gerecht wird. Und habe so ein bisschen recherchiert und würde mir gerne von Eskido den Wimpernkleber zulegen. So sieht er aus. Von dem schwärmt zum Beispiel auch Jolina Mennen häufiger. Und
Ja, den würde ich dann jetzt gerne mal als nächstes ausprobieren. Dann habe ich hier noch ein weiteres Produkt von Hourglass und zwar eine Mascara, die Caution Extreme Lash Mascara. Die kommt hier in so einer goldenen Verpackung. Habe ich auch schon ganz, ganz viel Gutes von verschiedenen Leuten gehört. Ist natürlich auch ein teurer Spaß, ein teures Unterfangen. Ich habe auch noch genug Backups an Mascara hier, deswegen wird das auch nicht unbedingt ein Produkt sein, was jetzt direkt in den nächsten Wochen oder Monaten bei mir landen wird. Aber es ist bei mir auf dem Schirm und ja, wenn ich denn mal eine Mascara nachkaufen möchte oder muss, dann wäre das, glaube ich, tatsächlich meine erste Wahl. Dann gibt es noch eine Firma, die mich aufgrund ihrer Glitter total interessiert, und zwar Lit Cosmetics. Habe ich, glaube ich, auch schon mega lange auf meiner Wunschliste. Ich meine auch, dass diese Marke in den anderen Beauty-Wishlist-Videos davor schon von mir genannt worden ist. Ganz im Speziellen interessiert mich das Glitter-Pigment in der Farbe Magic Dragon. Das sieht so aus und wenn man das dann aufträgt, könnte das dann tatsächlich so aussehen. Und das finde ich mega schön. Deswegen, ja, werde ich, glaube ich, dieses Jahr mal, ich glaube, bei Beautylish gibt es die, bestellen und zumindest erstmal diesen Glitter und den mal ausprobieren. Ich bräuchte dazu auch noch einen sehr, 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 sehr feinen Pinsel, womit man vielleicht sogar auch mit diesem Glitter einen Lidstrich ziehen könnte, sagt sie und sagte gerade vor nicht mal einer Minute, ja, ich mag keine metallischen Liquid Liner. Das stimmt auch, aber Glitter Liner finde ich geil. Und ich habe die Jessie's Beauty Welt, glaube ich, heißt sie, auch schon davon sprechen hören, dass man das mit diesen Glittern von Lit Cosmetics sehr gut kann. Und zwar auch in Verbindung mit diesem flüssigen Glitterglue, den sie haben. Den habe ich nämlich auch hier in einer kleinen Größe. Man stüpft dann eben seinen Pinsel in diese Flüssigkeit und dann in den Glitter und könnte dann damit einen Liner ziehen. Das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich kann mich allerdings nicht mehr daran erinnern, was für ein Pinsel das war, den sie dafür empfohlen hat. Da müsste ich mal recherchieren. Es sei denn, jemand von euch wüsste das jetzt auf Anhieb und könnte mir das einmal in die Kommentare schreiben. Das wäre total toll. Dann habe ich jetzt hier noch ein Augenbrauenprodukt, was mich interessiert, und zwar von Benefit, das Augenbrauengel. Hier auf diesem Bild steht jetzt 24 Stunden Brow Setter. Ich weiß, dass es früher mal Gimme Brow heißt. Die haben ja ihre komplette Linie da überarbeitet gehabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so heißt oder immer noch Gimme Brow. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kommt das hier in dieser schönen Verpackung. Ich brauche auch aktuell kein neues Augenbrauengel. Da habe ich auch noch was zu Hause, was ich erst verbrauchen möchte und auch werde. Aber wenn ich ein neues Augenbrauengel brauche, dann würde ich das kaufen. Ja, und zum Schluss habe ich jetzt auch noch ein paar Tools. Natürlich wäre da dieser Pinsel, von dem ich gerade gesprochen habe, für diesen Glitterliner am Start. Da weiß ich aber, wie gesagt, gerade nicht selber, was ich da überhaupt meine. Aber ich habe auch von Sponges gehört, die ich so gerne ausprobieren würde. Die kommen aus Australien, shippen aber worldwide, wenn ich mich nicht irre. Und zwar von Ella Cosmetics, diese Beauty Sponges, die kommen immer im Doppelpack. Die sind so rosa und ein bisschen spitzer als der normale Beauty Blender und mit so einer flachen, abgeschrägten Seite. Sollen sehr schön weich sein. Würde ich gerne ausprobieren. Und von Morphe Brushes der Pinsel E47. Das ist dieser abgeschrägte, relativ große Pinsel. Und den möchte ich gerne benutzen, wenn ich hier am Rand ja, mein Wing so ein bisschen mit Puder einfach definieren möchte, weil ich bin nicht so ein Fan davon, da Tape zu benutzen, weil ich glaube, dass das auch für die untere Augenpartie und für Faltenbildung und so weiter überhaupt nicht zuträglich ist. Deswegen möchte ich gerne mit losem Puder, der Baking-Methode und diesem Pinsel arbeiten. Außerdem interessant für mich ist noch dieser Pinsel von Zoeva, der 220er Luxe Grand Shader Augenpinsel. Ein sehr, sehr großer, breiter Augenpinsel, mit dem man zum Beispiel, glaube ich, sehr gut auch seine Base setten kann. Deswegen finde ich den super interessant.
Und es gibt noch einen Nagellack, der mich interessiert, und zwar von KL Polish. Von KL Polish habe ich auch schon Nagellack. Ich finde die super. Die sind nämlich, glaube ich, 12-free, also 12 Inhaltsstoffe haben die, glaube ich, mittlerweile nicht drin, die eben sehr schädlich sein oder verrufen sein sollen. Und die haben mal eine Zodiac Collection rausgebracht und die Farbe Cancer gefällt mir doch wirklich sehr gut. Ich bin ja Krebs. Das wäre dieses hier, das wäre so ein Graublau. Könnte ich sicherlich auch von einer anderen Marke bekommen, sicherlich auch von Essie oder so. Aber ich mag halt wirklich die Formulierung von denen sehr gerne. Aber auch die verschiffen momentan nicht nach Deutschland, was ich sehr schade finde. Haben sie auch mal eine Zeit lang getan. Aber bei Nagellack ist es ja so, dass man das nicht über Luftpost sozusagen versenden darf, damit einem die Nagellacke nicht explodieren durch den Druck oder sich entflammen. Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Darf man jedenfalls nicht. Das muss alles per Schiff oder per Boden versendet werden. Und deswegen haben die es vor einer Weile wieder eingestellt, weil es da wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gab. Ich habe keine Ahnung. Da ist halt auch die Frage, kombiniere ich das mit so einer Bestellung bei Menagerie Cosmetics, lass mir das zu Shippito schiffen und lass mir das dann von denen hier hinbringen. Mal gucken. Und zum Schluss, ich glaube, ich habe eben schon zum Schluss gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich bin einfach manchmal ein bisschen verwirrt, ignoriert das. Habe ich noch zwei Lippenprodukte, die mich interessieren, und zwar einmal von Fenty Beauty, der bekannte Gloss Bomb. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Lipgloss. Ja, das war hier dieser ursprüngliche erste, der rausgekommen ist. Sie hat da ja jetzt mittlerweile auch zwei andere Farben von rausgebracht, aber diese ursprüngliche Farbe, glaube ich, gefällt mir am besten. Und von ihren Stunner Lip Paints, dem Liquid Lipstick Format von ihr, interessiert mich die Farbe Uncuffed. Das ist hier so ein Rosenholz, würde ich sagen. Und die brillieren ja in den Reviews häufig dadurch, dass sie eben super flüssig sein sollen, aber trotzdem hochpigmentiert und total angenehm zu tragen sein sollen, bei langer Haltbarkeit. Und das in der Summe macht mich auf jeden Fall an. Und ja, würde die eben super gerne einfach mal ausprobieren. Das war's dann jetzt hier an dieser Stelle auch von meiner Beauty-Wishlist. Wenn ihr möchtet, dürft ihr mir super gerne mal ein paar Produkte in die Kommentare schreiben, die euch interessieren, die bei euch auf der Beauty-Wishlist stehen. Weil ich es einfach liebe, da so durchzustöbern und zu recherchieren. Und vielleicht wandert ja auch das ein oder andere Produkt von eurer Wishlist noch auf meiner Wishlist. Ich kann ja nicht alles auf dem Schirm haben, ne? Deswegen, ich gucke zwar ganz oft Beauty News oder habe auf Instagram Trendmood und so abonniert, aber auch mir können interessante, gute Beauty-Produkte ja, an mir vorbei gehen, schweben, wie auch immer. Und deswegen, ja, lasst mich gerne wissen, was für Beauty-Produkte euch interessieren, oder gebt mir gerne Vorschläge oder Anregungen, welche Produkte ich mir unbedingt mal anschauen sollte, von denen ihr total begeistert seid. Genau, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und interessiert, war spannend für euch und unterhaltsam. Ich wünsche auf jeden Fall euch einen ganz tollen Tag, freue mich auf euch, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, und würde sagen, macht's gut bis dahin, passt auf euch auf. Mua.